Natur. Da geht's zu allem. Da will ich hin. Das ist der Kontrast zur Großstadt. Es gibt einen gewissen Trend, dass Großstädter auf eine Alm gehen. Ne, raus in die Natur. Aber ich setze mich da jetzt nicht einfach hin und habe eine Brotzeit. Nein, ich mache da einen Almkurs. Onga! Hier ist der Beutel. Na was, lass das Zeit. Nee, da kommt noch nichts. Du vergisst auch alles andere. Ne? Du kannst hier wirklich bei der Arbeit entspannen. Also ich lerne da, was man auf der Alm alles so macht. Das machen Leute tatsächlich, um danach ein paar Wochen auf der Alm zu verbringen. Ich fange jetzt erstmal mit 2 Tagen an und schaue, was ich da so lernen kann. Für mich soll das alles ein cooles Outdoor-Abenteuer werden. Aber die Idylle täuscht. Statt Wellness erwartet mich harte Arbeit. Turbomuskelkater inklusive. Noch weiß ich das aber nicht. Guten Morgen. Ja, noch etwas schüchtern. Ja, das ist jetzt die Alm, auf der ich die nächsten 2 Tage verbringe und hoffentlich ein bisschen was lerne, was es hier so zu tun gibt. Servus. Grüß dich, Sebastian. Du kannst mir gleich was helfen, bitte? Da oben waren ein paar Körbe heute zum Überholen. Mhm. Servus. Bitteschön. Ich fühle mich jetzt schon wie der Almöhi und ich bin 2 Minuten da. Almschulchefin Helga spannt mich sofort ein. Kannst du mir gleich noch anbringen, bitte? So, die nächste Fuhr. Und gleich weiter. Als nächstes muss ich die Ziegen über eine steile Waldflanke auf eine Almwiese treiben. Zu wenig? Was mich ja wirklich wundert, ist, dass die immer noch so brav sind. Also ich meine, ich stehe hier mit so Leckerlis und trotzdem stehe ich noch. Also eine Ziege kann man nie treiben. Den Stock hast du einfach nur zum Gehen. Wichtig ist, du musst dich auf die konzentrieren. Leitziege, Melange. Das heißt, die laufen jetzt alle. Sollten uns alle nachlaufen, wie immer sonst. Der Grand Dame hinterher. Ja, genau. So, raus, 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 raus. Alle raus. Und auf geht's. Da ist der Beutel. Nee, 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 das gibt's erst oben. Ja, das reicht jetzt aber. Nicht gierig werden, komm. Das ist alles Pädagogik. Ne? Erst oben gibt's die nächste Portion. Macht ihr dann auch Ziegenkäse? Ja, natürlich. Deswegen sind wir eigentlich da. Das ist Sinn der Sache. Weil die wertvolle Milch, was die Ziegen im Sommer geben, ja, das ist, also das nicht zu verkäsen, das wäre eine Sünde. Du kannst das heute ausprobieren. Vielleicht lass sie dir mal probieren. Ja. Und, aber okay, also meinst du, ich krieg das hin, die zu melken? Ich würde sagen, wenn sie dir wohlgesonnen ist, probieren wir es mal. Ich habe sie jetzt ja schon mehrfach bestochen. So, jetzt schauen wir, dass wir da oben gibt es dann ein Tor, also ein Holztor, und da gehen wir dann durch. Also die Herausforderung ist jetzt, die durchs Gatter zu kriegen. Naja. So, Melange, schau mal, was ich hier habe. Hier, gehst du hinter mir her. Na komm, komm. Also das ist jetzt eine Verhandlung, da geht es um Zentimeter. So nah und doch so fern. Ja, nicht stehen bleiben. Das erste Leckerli gibt's gratis, Happy Hour. Ja, ausnahmsweise auch mit den Schuhen. Na komm. Ja, nicht drängen. Auftrag erfüllt. Hoffe ich jedenfalls. Ich glaube, ich habe keine vergessen. Für meinen nächsten Job muss ich wieder den Berg hoch. Ich soll Gras mähen. Und zwar nicht, wie ich es gewohnt bin, mit dem Rasenmäher, sondern ganz oldschool mit der Sense. So, aus dieser Wiese muss jetzt englischer Rasen werden, glaube ich. Servus, du bildest mich jetzt hier zum Sensenmann aus, oder was passiert? Ja, wir können es ja probieren nachher. Ja, probieren wir es. Darf ich das vormachen, Wastl? Sehr gerne. Schaust du mal gut zu? Ja. Ich fürchte, das ist wieder eine von diesen Sachen, die so wahnsinnig leicht aussehen und dann, wenn ich mich jetzt gleich daran mache, probier, schwer sind. Probier, ja, klar. Ganz, lass es schön am Boden und nachher mähst du wie ein Kaiser. Das ist gleich wie das Gelände, ich muss die Sense halten. Mhm. Nein, weißt du, lass dir Zeit. So musst du machen. Ich mach so einen Zirkel. Siehst du es? Das ist gar nicht schwer, nur weiter so. Sagst du so. Aber mit der Motorsense macht ihr hier nichts. Na, alles Handarbeit. Das ist Quatsch. Ist Quatsch. Ich will ja die gesunde Luft genießen. Ja, hast recht. Und die Ruhe. Wenn du so weitermachst, Sebastian, dann stell dich als Knecht ein. Das ist eine große Ehre, aber ich weiß nicht, ob ich gerne als Knecht arbeiten möchte. Ach so. Oh Gott. Ich hoffe sehr, ich mache das jetzt richtig.
Also ich habe jetzt hier 10 Minuten gemäht und das merke ich schon. Aber ist auch gut. Also du vergisst auch alles andere. Ne? Du kannst hier wirklich bei der Arbeit entspannen. Hört mal. Außer Kuhglocken und dem Gebirgsbach Stille. Und natürlich meine dynamischen Sensengeräusche. Eine Stunde lang einfach nur Sensen. Oh. Klar, wenn du das jeden Tag machen musst, ist es körperlich wahnsinnig anstrengend. Es ist nicht immer so ein Panorama, Wetter und so. Alles klar, alles logisch. Aber wenn du es einmal so ausprobieren darfst, dann ist es cool. Du vergisst wirklich alles dabei. Und jetzt guckt euch mal diese Aussicht an. Das ist schon auch nicht schlecht. Gleich auf dem Stundenplan der Almschule Zaun bauen. Und zwar auf eine fast vergessene Art. Ganz ohne Nägel, Schrauben oder Beton. Was wir brauchen, holen wir aus dem Wald. Wenn ich damit fertig bin, ist das quasi eine Zaunlatte, weil wir bauen ja gleich einen Zaun. Und deswegen muss das ganze Zeug entrindet werden. Dankeschön. Ich weiß jetzt vom Zaunbau noch gar nichts. Das ist Lärche. Das rote ist Lärche. Und das weiße ist die Fichte. So, und jetzt siehst du, die halten sich gegenseitig. Mhm. Das ist ganz eine raffinierte Technik. Also immer Lärche, Fichte, Lärche, Fichte. Ich habe hier eine wunderschöne Lärche vorbereitet. Die muss dann so schräg? Ja, immer schräg. Deswegen heißt das Schrägzaun. Schrägzaun heißt das? Ja, mit dem Fuß hinten noch einen Fuß tritt. Und genügt schon. Also es ist erstaunlich, wir haben noch nicht mit dem Hammer oder der Axt irgendwie drauf geklopft und trotzdem ist dieser Zaun schon stabil. Das hätte ich nicht gedacht. Wir stecken die ja nur so zusammen, die Dinger, aber funktioniert. Und der letzte. Hau den Lukas! So, jetzt passt alles. Mann, schwitzig. Von so ein bisschen Zaun bauen und drauf einschlagen. Mein erster Zaun! Yay! Irgendwie macht mich das richtig happy. Viel Zeit zum drüber nachdenken bleibt mir aber nicht. Helga hat schon wieder einen Auftrag für mich. Einfach so mitten rein. Ja, so richtig eine volle. Einfach so hinten eine vorn und dann auf sie. Gibst du da Rastel? Tuck die her da. Rastel? Ja, Rastel. Das habe ich auch gelernt. Das ist das Schönste. Genau. Man braucht kein Überlebenstraining machen, sondern man macht einfach das und man schaltet ab, wie du gesagt hast. Weil du hast genug zu tun, dass du deine Füße, ja, deine Hand, dein Kopf, alles da koordinierst, ja, oder? Ja. Das erfordert einfach die Konzentration und das ist aber angenehme Konzentration, nicht wie vom Bildschirm zum Beispiel. Das stimmt. Also wenn du da im Steilhang stehst und irgendwie dich darauf konzentrieren musst, nicht wegzurutschen, irgendwie da mit der Sense zu arbeiten, dann muss man sich schon konzentrieren, das ist auch anstrengend, aber ja, da kommt man schon runter beim Mähen. Man kommt runter. Ja. Das sehen wir da. Mein erster Almtag geht zu Ende. Zum Abschluss gibt es noch einen Kochkurs bei Helgas Schwester Margit. Was machen wir? Die Kasnocken. Das ist eigentlich Kasnocken. Kasnocken. Das ist eigentlich sind das Käsespätzle auf Hochdeutsch? Nein, das sind keine Käsespätzle. Du kannst gleich mithelfen und probieren. Dann haben wir jetzt ein bisschen mehr Leier. Wasser noch gegessen. Mehl, Wasser und Salz. Gell? Und Salz. Ja. Soll ich noch mal eine Stufe höher stellen? Ja, das war nicht schlecht. Schaut euch das an, das ist Qualität. Ja. Ja, also wenn ihr mal zu Hause guten Kasnockenteig machen wollt, dann ist es wichtig, dass der genau so ein bisschen halbschleimig abgleitet von eurem Arbeitsgerät. Gekocht wird hier übrigens auf dem Holzofen. Ah, das ist aber voll. Ja, das passt schon, du Leigen. So, passt. Super. Hast du gebrennt? Na, geht. Okay. Nein, ich mache das ja regelmäßig. Ja, eben, so. Und nachher kommt die wichtigste Aufgabe für dich. Du musst das nachher klopfen, gell? Das ist schon mal so ein bisschen klopfen, gell? Okay. Geht das? Ja, das geht. Ja. Das kann man natürlich auch, da kann man den Beat auch anpassen. Man kann auch 140 Beats per Minute machen. Ja, genau, so passt das. Klopfen, nee, jetzt nicht mehr klopfen. Das ist jetzt die Geheimzutat bei Kasnocken. Man muss Käse reintun. Siehst du den Schnittlauch da draußen? Werde ich schon finden. Ja, denke ich zumindest. Ich sehe keinen Schnitt. Ach, hier ist Schnittlauch, oder? Ist das Schnittlauch oder ist das Gras? Das ist so normales Gras. Ja gut, ich muss jetzt rein und beichten, dass ich keinen Schnittlauch gefunden habe. Heute ist ein Schnittlauch. Schnittlauch ist aus,
Wieso? Aber Brennnessel wäre noch da. Nein, da oben ist der Schnittlauch. Schau, hast du nicht gesehen? Schau da. Na ja, gut. Also normalerweise mache ich das natürlich nicht. Da suche ich nur Wildkräuter und nicht hier sowas Angebautes. Aber okay. So, schön fein schneiden, gell? Ja, sehr fein. Ja, gut, gut. Ja, perfekt. Super. Ist jetzt nicht so ein fettarmes Gericht. Ne? Haselnocken nach Meinis Art. Heiß. Hey. Schmeckt das wirklich so einigermaßen, wie es muss? Das passt. Das passt. Das passt. Das ist ein schönes Kompliment. Darauf zum Wohl. Und vielen Dank für alles, was ich heute lernen durfte. Ich komme morgen wieder. Guten Morgen. Ich muss sagen, ich habe so einen leichten bis mittelschweren Ganzkörpermuskelkater. Aber dieser Tag beginnt jetzt eher mit einer filigranen Arbeit, die ist vielleicht auch schwer, aber so körperlich nicht so anstrengend. Du darfst gleich bei der Elke weitermachen. Ja, das sagst du so einfach. Ich habe ja schon gehört, dass ich melken soll. Schau, ich zeig das mal vor. Schau, drück mit den zwei Fingern richtig fest zu. Abwechselnd. Ich übergebe. Okay, ich bin gespannt. Also. Elke ist ja ganz eine brave. Und wie fest muss ich da drücken? Genau. Oh, nee, da kommt noch nichts. Du traust dich, glaube ich, nicht zu drücken. Das ist es. Ah. Ja, jetzt geht's. Genau. Ja, super. Jetzt super. Läuft's. Ja. Ich habe Milch gemacht. Also, naja, Elke hat die Milch gemacht, aber ich habe sie abgezapft. Das gibt einen Ziegenkäse. Man muss viel fester drücken, als ich dachte. Und ich hatte dann Angst, dass es weh tut, aber offensichtlich muss das ja so sein. Nein, das mag sie. Das mag sie. Gut gemacht. Zum Wohl. Und? Gut. Echt richtig gut. Ein Erfolgserlebnis am Morgen. Das nächste kommt hoffentlich jetzt gleich. Jetzt muss nämlich eine Mauer gebaut werden, also wieder was Groberes. Und zwar wieder da oben irgendwo. Das ist gar nicht die Arbeit, die mir hier auf den Sack geht, sondern dass man ständig diesen steilen Hang hoch muss. Das nervt. Vom Mauerbau ist jetzt hier weit und breit noch nichts zu sehen. Deswegen mache ich das, was ich auch auf der Alm gelernt habe, nämlich rasteln. Das mag ich ganz gern. Das ist meine Lieblingsaufgabe hier auf der Alm. Rasteln. So, und dann ist wieder Schluss mit Rasteln in der Idylle. Ah, da passiert was. Servus. Hi. Du bist ja, der Mauermeister. Ja, Mauermeister. Sebastian. Ja, nicht. Unten kehren die großen Steine, ja. Dass das richtig hebt. Ja. Das ist auch für Schnee und für alles robust. Das hält das alles. Also wir bauen eine lawinensichere Mauer. Ganz genau. Sehr gut. Na, ein bisschen mehr her. Da schmeißen wir ihn da her. Siehst du, wie der Reigen passt da. Und auch hier wird wieder nur das benutzt, was es eh schon gibt. Die Steine kommen direkt aus dem Boden vor uns. Ansonsten kein Zement, kein Nix. Normal, wenn ich dreimal umdrehst, dann passt er. Dann schmeiß ihn weg, nimm schon an. Alles, was wir brauchen, ist Muskelkraft. Normal, so kleiner Lohn. Jetzt, ho. Jo. Passt. Gut. Ist ein bisschen wie früher, wenn man sich beim Spielen so richtig dreckig machen durfte und es war scheißegal. Was ist jetzt? Bist du jetzt zufrieden? Jetzt bin ich zufrieden. Der hält. Abgenommen vom TÜV und lawinensicher. Ach, das hat Spaß gemacht. Fein. Ja. Bravo. Danke dir. Geil, da sind wieder jede Menge Blaubeeren. Das ist schön. Ich weiß jetzt, wo sowas wächst. Habe ich mir jetzt verdient. Übrigens, ich habe mich erkundigt, keine Angst vom Fuchsbandwurm. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Ich fühle mich jetzt echt gut, so wie nach dem Sport. Also das ist ja auch zum Teil Sport. Hier körperliche Betätigung, aber du machst irgendwie auch was Sinnvolles. Und das gibt einem ein gutes Gefühl und entspannt. Was macht ihr denn mal so, um so richtig abzuschalten, um alles zu vergessen? Habt ihr da einen Tipp? Schreibt das doch mal in die Kommentare. Ja. Jetzt ist es schon wieder vorbei. Ich hätte echt nicht gedacht, dass mir das so gut gefällt. Das ist ja alles total basic, aber gerade das ist voll gut für den Kopf. Du machst einfache Aufgaben, alles in der Natur
Und du kannst dich voll darauf einlassen. Also Ziege melken, Mauer bauen, mit der Sense sensen. Das ist super, da vergisst du auch alles drumherum. Die Großstadt, Job irgendwie, die ganze digitale Welt, das ist echt, echt weg. Kann ich euch also absolut empfehlen. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich empfehle euch, ein Abo dazulassen. Und ich empfehle euch auch diese Reportage. Da geht es um Work and Travel in Bayern. Und hier findet ihr unsere Playlist mit Nachhaltigkeitsthemen. Ist also auch einen Klick wert. Servus!